Guns N' Roses gibt es seit 1985. Wie man es von einer Gruppe erwarten könnte, die 3,5 Jahrzehnte rockt, gab es im Laufe der Jahre einige Besetzungswechsel. Wer sind die Ex-Roses und was machen sie jetzt? Werfen wir einen Blick darauf, was jedes ehemalige Mitglied von Guns N' Roses heute macht. Fans von Hard Rock sind Tracy Guns wahrscheinlich ziemlich vertraut. Er war der ursprüngliche Gitarrist von Guns N' Roses und auch die Guns im Namen der Band, wobei die Roses offensichtlich Axl Rose waren. Guns verließ die Band früh, um seine eigene Gruppe LA Guns zu gründen, die bis heute mehr oder weniger konstant agiert. Guns' 3,5 Jahrzehnte als Musiker haben ihn seinen eigenen Anteil an Hardrock-Hits und nicht weniger als 12 Studienalben mit LA Guns hinterlassen. Abgesehen davon hat Guns auch mit mehreren namhaften Künstlern zusammengearbeitet, darunter Motorhead, Johnny Thunders, Poison und Wasp. So erfolgreich Guns auch zu seinem eigenen Recht wurde, Guns N' Roses wurde durch den Abgang des talentierten Gitarristen nicht gerade ins Herz getroffen. Immerhin wurde er bald durch einen bestimmten Gitarrist mit krausem Haar und Zylinder namens Slash ersetzt. Rob Gardner war der erste Schlagzeuger von Guns N' Roses. Sein Zug zum Ruhm wurde jedoch schnell entgleist, als die Liebe eingriff. Laut Tracy Guns kümmerte sich Gardners Freundin nicht sehr darum, dass er in einer Band war, also zwang sie ihn früh aufzuhören. Leider verließ sie ihn anschließend und Gardner hat seitdem nicht mehr ins Rampenlicht zurückgefunden, obwohl Guns darauf hinwies, dass er ein, Zitat, großartiger Schlagzeuger war. Von allen Gründungsmitgliedern von Guns N' Roses ist der dänische Bassist Al Bike vielleicht die tragischste Figur. Tracy Guns, der mit Bike sowohl in Guns N' Roses als auch in LA Guns spielte, beschrieb seinen alten Bandkollegen als einen Metal-Typen, der bereits mit Mercyful Fate und möglicherweise King Diamond gespielt hatte. Als solcher war Bike bald frustriert über die glamouröse Hardrock-Richtung, die Guns N' Roses einschlug, und er war das erste, aber bei weitem nicht das letzte Mitglied, das die Band verließ. Laut Guns war Bike etwa ein Jahrzehnt älter als er und ein netter, hilfsbereiter Typ, der ziemlich ernst war, aber einen wunderbaren Sinn für Humor hatte. Leider führte Bike ein ziemlich schmerzhaftes Leben. Er kämpfte mit Depressionen und fand schließlich ein trauriges Ende, als er in den 90er Jahren in seiner Heimat Dänemark ertrank. Bikes Familie glaubt, dass er sich das Leben genommen hat, obwohl diese Einschätzung nie offiziell bewiesen wurde. Izzy Stradlin war Gründungsmitglied von Guns N' Roses, hatte aber im Laufe der Zeit das Gefühl, dass seine Rolle in der Band abnahm. Die Öffentlichkeit entdeckte die Situation zum ersten Mal im Jahr 1991, als das Musikvideo Don't Cry ein Schild enthielt, das fragte, wo ist Izzy, anstelle des Mannes selbst. Stradlin verließ die Band kurz darauf. Slash hat erklärt, dass sein ehemaliges Bandmitglied des Tourens müde wurde und den Rest der Band hängen ließ. Unterdessen sagte Stradlin, er sei frustriert über die nachlässige Haltung seiner Bandmitglieder und insbesondere die zunehmende schlechte Haltung seines alten Freundes Axl Rose. Unabhängig davon, was seine wahren Gründe waren, ist der Rhythmusgitarristen seitdem eine halbschwer fassbare Figur geblieben. Stradlins einzige Band nach seiner Amtszeit bei Guns N' Roses waren die kurzlebigen Izzy Stradlin und The Juju Hounds. Danach veröffentlichte er 10 Soloalben, von denen das letzte 2010 herauskam. In jüngerer Zeit stand er im Rampenlicht, weil seine Verhandlungen über die Wiederaufnahme der klassischen Guns N' Roses Besetzung immer wieder auseinanderfiel. Sogar Rose hat bemerkt, dass Stradlin ein notorisch harter Kerl ist, mit dem man verhandeln kann. Schlagzeuger Steven Adler schloss sich Guns N' Roses rechtzeitig zu ihrer katastrophalen Tour 1985 an, die einen kaputten Lieferwagen und einen Abstecher zum Trampen beinhaltete. Er war während des Aufstiegs der Band zum Erfolg dabei, entwickelte jedoch eine Kokain- und Heroinsucht. Wegen seiner Drogenprobleme wurde er schließlich 1990 gefeuert. Adler argumentiert jedoch, dass die Band ihn absichtlich dazu brachte, einen Song zu spielen, den er nicht einstudiert hatte. Infolgedessen klang Adlers Schlagzeug schlecht, was der Band einen Grund gab, ihn rauszuwerfen. Adler hat sich erst 2019 bitter über seine Entlassung geäußert und Berichten zufolge einmal über eine Klage nachgedacht. Er ist jedoch mit Slash befreundet geblieben und stand 2016 sogar für einige Gigs mit der Band auf der Bühne. Im Laufe der Jahre hat Guns N' Roses genug Drummer erlebt, um Spinal Tap stolz zu machen. Matt Sorum saß hinter dem Schlagzeug, nachdem Steven Adler gefeuert worden war, und wurde schließlich 1997 dank Axl Rose vor die Tür gesetzt. Sorum hatte jedoch nicht vor, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Er hat mit Velvet Revolver, The Cult und The Hollywood Vampires gespielt. 2018 gründete er auch eine kryptobasierte Konzert-Hosting-Plattform namens Artbit. Abgesehen von seinen verschiedenen Unternehmungen und Erfolgen hat Sorum auch einen Anteil an Schattenseiten des Lebens gesehen, über die er in seinem 2020 erschienenen Buch Double Talking Jive ausführlich geschrieben hat. Sorum behauptete, seine Autobiografie sei, Zitat, das saftigste der saftigsten der Guns N' Roses Bücher. Wie er Spitfire Audio sagte, "We just stayed out on the road forever, which eventually practically killed us all." Gilby Clark übernahm 1991 den Platz des Gitarristen Izzy Stradlin, nachdem das Gründungsmitglied die Gruppe verlassen hatte. 1994 entdeckte Clark jedoch, dass er kein Teil der Band mehr war, als seine Gehaltschecks aufhörten zu kommen.
Slash versicherte Clark, dass er immer noch in der Band war, aber die Gehaltschecks nie zurückkamen. Also nahm Clark den Hinweis auf, dass er gefeuert wurde. Trotz der seltsamen Art seiner Entlassung sagte Clark, er hege keinen Groll. Rhythmusgitarrist Paul Huge Tobias ersetzte Gilby Clark in Guns N' Roses, was enorme Auswirkungen auf die Band hatte. Slash war nicht begeistert von Axl Roses Beharren darauf, Tobias an Bord zu holen, und seine Ansichten über die Fähigkeiten des neuen Mannes waren alles andere als begeistert. Diese Kontroverse spielte eine Rolle bei Slashes Abschied von Guns N' Roses im Jahr 1996. Huge und Rose waren Freunde aus der Kindheit, was möglicherweise dazu beigetragen hat, dass der Sänger trotz Slashes Protesten darauf bestand, ihn mitzunehmen. Unglücklicherweise für Tobias konnte ihn selbst eine alte Freundschaft nicht zu einer festen Größe in der Band machen. 2002 wurde er durch das derzeitige Guns N' Roses-Mitglied Richard Fortus ersetzt. Robin Fink spielte von 1997 bis 1999 erstmals Gitarre für Guns N' Roses. Er war Teil einer eigenartigen Besetzung, zu der Axl Rose, Paul Huge, Dizzy Reed, Josh Freese und Tommy Stinson gehörten. Obwohl Finks Zeit mit der Gruppe kurz war, sagte ein Sprecher ihres Labels, dass er mit Guns Material im Wert von mehreren Alben aufgenommen habe. Tatsächlich sagte uns Ultimate Guitar auch, dass er einer der Hauptverantwortlichen für Chinese Democracy von 2008 war. Fink trat später wieder der Band bei, nur um sie 2008 wieder zu verlassen. Sein Abgang war anscheinend ein Schock für Guns N' Roses, obwohl er einen ziemlich guten Grund hatte. Denn Fink war zufällig auch langjähriger Gitarrist einer kleinen Band namens Nine Inch Nails, die gerade auf Tournee ging. Ab 2022 spielt er bei Nine Inch Nails Konzerten immer noch die Sechsseite für Trent Reznor, also scheint er die richtige Wahl getroffen zu haben. Für manche Menschen ist das Spielen mit Guns N' Roses der Höhepunkt ihres Lebens. Für Josh Freese war es ein Dienstag. Freese ist ein bekannter Season-Schlagzeuger, der von 1998 bis 2000 einen zweijährigen Vertrag mit Guns N' Roses hatte. Freese entschied sich, seinen Vertrag nicht zu verlängern, weil die Band zu dieser Zeit ziemlich im Studio Abgrund begraben war. Anstatt seine professionelle Karriere Axl Rose zu widmen, entschied sich Freese dafür, mit so ziemlich allen anderen zusammenzuarbeiten. Er war ein prominentes Mitglied von A Perfect Circle und hat zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Karriere unter anderem für Queens of the Stone Age, Bruce Springsteen, Weezer, The Replacements, Selena Gomez, Katy Perry und Miley Cyrus getrommelt. Freese hat auch mehrere Welttouren mit Sting hinter sich und hält das Mitglied von The Vandals mit seiner Punk-Seite Schritt. Oh, und nur für den Fall, dass der Hut sie nicht gewarnt hat, er ist auch ein langjähriges Mitglied von Devo. Tommy Stinson hatte von 1998 bis 2014 die Position des Bassisten bei Guns N' Roses inne, als er die Band aufgrund seiner gescheiterten Ehe und seines hektischen Privatlebens Hals aus Versehen verließ, was ihn dazu zwang, sich von der Tournee zurückzuziehen. Allerdings sagte er, dass er seine Zeit mit der Band nicht besonders vermisst. Obwohl es ihm mit den beteiligten Personen gut ging, sagte er, dass er froh ist, weitergezogen zu sein. Um fair zu sein, Stinson hatte seinen fairen Anteil am Rock'n'Roll-Lebensstil, auch ohne den ganzen Guns N' Roses-Auftritt. Er ist wohl besser bekannt für seine lange Amtszeit bei den Alt-Rock-Ikonen The Replacements, wo er ab dem reifen Alter von 11 Jahren spielte. Seit er auch diese Gruppe verlassen hat, hat er eine andere alte Band, Bash & Pop, wiederbelebt. Chris Pitman kam 1998 als Background-Sänger, zweiter Keyboarder und zweiter Bassist zu Guns N' Roses. Allerdings zerstritt er sich wegen Geld mit der Band. Bis 2012 schuldete Rose Pitman Berichten zufolge etwa $125.000 für ein Jahr Arbeit. Als Rose nicht rechtzeitig zahlte, brachte Pitman ihn vor Gericht. Sie erreichten schließlich 2016 eine Einigung, obwohl das Geld, das Pitman tatsächlich erhielt, deutlich geringer war als das, was er wollte. Obwohl Pitman auf ihrer Tour 2016 mit den Mitgliedern der klassischen Ära, Duff McKagan und Slash, wieder zur Band stoßen sollte, wurde sein Platz letztendlich vom aktuellen Mitglied Melissa Reese eingenommen. Dies kann etwas mit den verschiedenen scharfen und extrem öffentlichen Äußerungen zu tun haben, die Pitman über die Tour 2016 gemacht hat, in denen er sie als, Zitat, Geldraub bezeichnete. Buckethead, der Gitarrist, der auf Bühne bekanntermaßen eine Maske und einen KFC-Eimer trägt, war 4 Jahre lang Mitglied von Guns N' Roses. Er ging 2004, um sein eigenes Ding zu machen, was angeblich etwas mit seiner Frustration über die Unfähigkeit der Band zu tun hatte, ein Album fertigzustellen. Der maskierte Gitarrenslinger hat seitdem einige ziemlich harte Zeiten durchgemacht. 2017 gab der Mann, der mit bürgerlichen Namen Brian Carroll heißt, ein überraschend ehrliches Interview für den Podcast Coming Alive. Er enthüllte, dass er eine Achterbahnfahrt voller Schwierigkeiten durchgemacht hatte, die den Tod seiner Eltern, eine schlimme Rückenverletzung und einen Zustand beinhaltete, der dazu führte, dass sein Herz aus dem Rhythmus schlägt. Glücklicherweise scheint Buckethead mehr oder weniger wieder auf dem richtigen Weg zu sein, da er mit seinem musikalischen Helden, dem legendären Funk-Bassisten Bootsy Collins, zusammenarbeitet. Im Oktober 2019 veröffentlichten sie ein Funk-Metal-Cover von Monster Mash. Schlagzeuger Brian Brain Mantia ist einer der Typen, der mit so ziemlich jedem gespielt hat. Er arbeitet gern mit Kultfiguren wie Tom Waits, Primus, Godflesh, Praxis und Buckethead zusammen.
Zu seinen Auszeichnungen gehört jedoch auch eine 6-jährige Tätigkeit bei Guns N' Roses. Axl Rose lud den Schlagzeuger im Jahr 2000 in die Band ein und er trat mit ihm bis 2006 auf. Obwohl Brain für seine Amtszeit bei Guns N' Roses bekannt ist, hat ihn das keineswegs geprägt. Er ist Schlagzeuger und einer der ersten Schlagzeuger in der zeitgenössischen Musik. Er ist ein fortgeschrittener Musiktheorie-Enthusiast, der Lehr-DVDs veröffentlicht und Kolumnen für Drum Magazin schreibt. Und sie haben mit ziemlicher Sicherheit seine Arbeit gehört, auch wenn sie noch nicht wissentlich einem Künstler zugehört haben, mit dem er gespielt hat. Zusammen mit Melissa Reese, der derzeitigen Keyboarderin von Guns N' Roses, ist er Mitglied von Brain & Melissa, die Musik für Filme, Videospiele, Werbespots und Sportveranstaltungen geschaffen haben. Gitarrist Ron Bumbleford Thal kam 2006 zum ersten Mal zu Guns N' Roses. Thal hat in Interviews gesagt, dass er nicht auf die negativen Seiten des Jobs eingehen möchte, aber es schwierig fand und in die Gruppe zu passen sogar ein wenig gewalttätig werden musste, um sich zunächst Respekt in der Band zu verschaffen. Er blieb bis 2014 bei der Band und obwohl sein Abgang nie offiziell angekündigt wurde, sagte er, dass die Entscheidung, sie zu verlassen, extrem schwierig war und zumindest teilweise durch das Wissen angeheizt wurde, dass einige der bekanntesten Bandmitglieder ein Wiedersehen planten. Nachdem er das Guns N' Roses Schiff hinter sich gelassen hat, enthüllte Thals offizielle Website, dass er sich auf Soloarbeit konzentrierte, Musiccamps veranstaltet und in einer Supergruppe namens Sons of Apollo spielt. Interessanterweise hat er auch eine Reihe preisgekrönter scharfer Soßen. Chowhound zählt seine Ingwer-Ginseng-Koffeinsoße zu den schärfsten der Welt. DJ Ashbar kam 2009 zu Guns N' Roses und beendete 2015 seine Anstellung bei der Band. Er sagte, dass er mehr Zeit mit seiner Familie und seinen anderen musikalischen Unternehmen verbringen wolle, obwohl es erwähnenswert sein könnte, dass Slashes Rückkehr zur Band noch im selben Jahr angekündigt war. Nachdem er den Solo-Gitarren-Spot von Guns N' Roses für das große Comeback des berühmten huttragenden Shredders offengelassen hatte, war Ashbar ziemlich beschäftigt. Er spielte Gitarre beim Nebenauftritt von Motley Crue-Mitglied Nikki Sixx 6am. Ashbars offizielle Website enthüllte, dass er auch mehrere andere Nebenauftritte hat. Abgesehen von den gelegentlichen Fernsehauftritten und seiner aufstrebenden Band Pyromaniac besitzt er eine Firma namens Ashbar Media, die sich auf thematische Designs für die Unterhaltungs- und Hotelbranche spezialisiert hat.